Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Animal Crossing New Horizons Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start. Und in diesem Video erzähle ich euch, was ihr alles unbedingt noch im Mai machen müsst. Natürlich gibt es da einige Fische und Insekten, die man nur noch jetzt fangen kann und dann lange Zeit nicht mehr. Aber wir fangen mit einer Sache an, die viele von euch vielleicht schon wieder vergessen haben. Und zwar den Sternzeichen. Ja, auch die haben eine zeitliche Exklusivität. Es ist nämlich so, dass ihr natürlich diese Sternschnuppen dann auch zu einem gewissen Zeitraum beglückwünschen müsst. Also ihr müsst euch da was wünschen, während die vorbeifliegen. Und zwar für die Stiersplitter, die es jetzt eben nur noch bis zum 20. Mai, also nur noch bis heute gibt, müsst ihr eben auch bei Euphemia in diesem Zeitraum das Rezept anfragen, um das exklusive Stern-Stierzeichen-Rezept zu bekommen. Und dementsprechend auch die Stiersplitter zu bekommen. Die Sternschnuppennächte sind allerdings um einiges seltener, als dass Euphemia auf einer Insel auftaucht. Auf dem Discord-Kanal von mir, den ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung erreichen könnt, gibt es eigentlich immer knapp 10 Leute am Tag bzw. in der Nacht, die Euphemia bei sich haben, die auch gerne Leute einladen. Die meisten davon zeitreisen nicht, das heißt, ihr könnt euch da das Rezept ohne Probleme noch abholen. Aber die Sternsplitter jetzt noch zu bekommen, wird eine knappe Sache. Da müsst ihr eigentlich darauf hoffen, dass irgendjemand in der Zeit rumreist und ihr mal wieder in diesen Zeitraum reinkommt und euch dort dann die Sternsplitter abholt. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob dann von eurem Zeitraum die Sternsplitter auftauchen am Strand am nächsten Morgen oder von demjenigen, wo ihr die Sternschnuppen auch gesehen habt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute hier Bescheid wissen, die gerade zuschauen. Also schreibt mir einfach einen kurzen Kommentar und ich pinne einen davon an und dann wissen die anderen Leute auch Bescheid. Also, das ist das eine zeitlich Exklusive, das es jetzt nur noch im Mai gibt, nämlich die ganzen Sternsplitter vom Stier und natürlich auch das dementsprechende Rezept von Euphemia, wobei natürlich jetzt ab dem 21. Mai schon das nächste auf uns wartet, nämlich die Zwillingssplitter und das dementsprechende Rezept. Aber gehen wir über zu den Fischen. Da gibt es tatsächlich nur drei Stück, die uns jetzt verlassen. Das eine ist die Bachschmerle. Ich bin mir sicher, jeder von euch, der ein bisschen geangelt hat im Fluss, hat schon sehr, sehr viele davon erwischt, ohne dass er es wollte. Die ist wirklich nicht selten, aber taucht halt nach dem Mai erst wieder im März auf. Das heißt, falls ihr die noch gar nicht habt, ist jetzt eure letzte Gelegenheit bis zum Ende vom Mai, dass ihr die eben angelt. Hier ist es nicht so schlimm wie bei den Sternschnuppen. Ihr habt noch knapp 10 Tage, um das Ganze zu vervollständigen. Ihr könnt auch genauso gut drei von denen angeln, um schon mal genug zu haben für Lomeus, falls ihr von jedem Fisch das Modell machen wollt und ihr eben nicht bis zum März warten wollt, um das zu komplettieren. Wobei der eigentlich ziemlich selten ist, sollte also kein Problem sein, falls ihr jetzt noch nicht drei habt. Es wird wahrscheinlich eh wieder bis zum nächsten März dauern. Bei Lomeus, Carlsen und die ganze Gang mit Rainer zusammen ziemlich selten ist, nur 2 Tage von den 5 Wochentagen auf eurer Insel auftauchen kann, ausgeschlossen im Samstag, wenn ihr noch nicht KK freigeschaltet habt, kann er da auch nochmal auftauchen, aber trotzdem ziemlich selten. Ich habe dazu auch nochmal ein eigenes Video gemacht, oben rechts in der Infocard ist das für euch verlinkt, falls euch das interessiert. Und jetzt gehen wir über zu den etwas selteneren Fischen, die es nur oben an der Quelle gibt, das heißt auf der zweiten Ebene von einem Fluss. Den Masulax und den Saibling könnt ihr auf jeden Fall noch im Juni fangen. Den Huchen gibt es ja leider schon seit dem März nicht mehr. Und die Goldforelle gibt es jetzt eben auch nur noch im Mai und danach für lange Zeit nicht mehr. Und der Fisch ist auch richtig dick. Zwar nicht von der Fischgröße her, sondern von der Preiskategorie. Auch hierfür bekommt ihr 15.000 Sternis pro Fisch. Also so viel wie für den Huchen und ich glaube auch für den Quastenfloss oder den Glaskopffisch. Das meiste, was ihr derzeit für einen Fisch bekommen könnt. Von dem her, desto öfter ihr den angelt, desto besser ist es. Nicht nur für euer Geldbeutel, sondern eben auch für Lomeus, damit ihr da schon mal 3 Stück habt für die Modellvariante davon. Und der Fisch ist gar nicht mal so mega selten. Er ist auf jeden Fall eine Fischgröße kleiner als der Barsch. Aber auf der gleichen Größe wie der Masulax oder die Hasel, die ich echt nicht mehr sehen kann. Meine Güte, habe ich diesen Fisch hier schon oft gefangen an der Quelle. Immer wenn ich dachte, oh, das könnte jetzt was Gutes sein, immer Hasel. Also 90% der Fälle eigentlich. Trotzdem ist die Goldforelle nicht so selten wie zum Beispiel Stachel- oder Goldmakrele oder der Huchen damals. Das waren noch echt andere Kategorien von der Seltenheit her. Trotzdem, auch den muss man natürlich erstmal fangen. Das kann mit ein bisschen Köder oder Geduld schon mal eine Probe werden. Und dann gibt es noch den Riemenfisch, den es jetzt auch nur noch im Mai gibt. Das ist der längste Fisch. Der ist auch auf jeden Fall zu unterscheiden von einem Seebarsch. Er ist schon ein bisschen länger. Man sieht es auch und man spürt es auch beim Controller dann immer, wenn man die Vibration eingeschaltet hat, dass es eben kein Seebarsch ist. Dann freut man sich immer, oh, das wird was Dickes. Entweder wenn es regnet, kann es ein Quastenflosser sein oder wenn ihr gerade hier am Pier seid. Ansonsten war es bei mir in der Vergangenheit meistens ein Thunfisch oder ein Marlin, wenn ich am Steg geangelt habe. Mittlerweile wurden die ja von den beiden Makrelen-Varianten abgelöst, die ich immer noch suche.
Und immer wenn ich am Steg bin und einen großen Fisch sehe, dann kommt immer der Riemenfisch. Nie die coolen Makrelen, die ich noch unbedingt brauche. Aber man sollte sich trotzdem nicht beschweren. Ist ja immerhin noch ein relativ seltener Fisch. Den könnt ihr übrigens überall finden, nicht nur am Steg, auch wenn ich ihn jetzt öfter mal am Steg gefangen habe. Und damit haben wir auch schon wieder alle Fische durch, die es jetzt nur im Mai gibt. Ich denke mal, der Riemenfisch und die Goldforelle sollten kein super krasses Problem sein, sind aber natürlich schon seltenere Fische. Bachschmerle, aber wirklich, glaubt mir, wenn ihr die noch nicht habt, gar keine Panik. Da reicht euch, keine Ahnung, 10 Minuten am Fluss und schon habt ihr es im Sack bzw. im Inventar. Und dann kommen wir auch schon zum einzigen Insekt, das es nur noch im Mai gibt. Und das ist die Maulwurfsgrille. Hier taucht erst wieder im November auf und ist das einzige Insekt bisher, wenn man ohne Zeitreisen spielt, das man nur ausgraben kann. Und dann eben mit dem Kescher fangen muss. Und was mir aufgefallen ist, heute erst, dass wohl der Kescher verändert wurde. Man kann jetzt nicht mehr mit gezogenem Kescher sich fortbewegen. Wurde das geändert, damit man Skorpione nicht mehr so leicht fangen kann? Also damit wird es ja unglaublich schwer, Skorpione zu fangen. Also sie müssen das eigentlich erst jetzt mit dem Museumstag-Update geändert haben. Davor ist mir das noch nie aufgefallen. Warum sie das gemacht haben, keine Ahnung. Die Spawnraten von den Skorpionen wurden davor schon mal drastisch runtergefahren. Und jetzt wird es einfach nochmal schwerer gemacht, die zu fangen. Ich habe immer noch nicht meinen ersten gefangen. Ich bin zwar schon zwei begegnet, aber die haben mich jedes Mal überwältigt. Oh Mann, immerhin bei den Maulwurfsgrillen kann ich euch helfen, ne? Da ist es einfach so, dass ihr auf den Sound achten müsst. Am besten spielt ihr mit Kopfhörern und achtet auf den Surround-Sound. Wenn ihr euch nach oben bewegt und das Geräusch leiser wird, dann geht ihr wieder zurück. Wenn ihr euch nach links bewegt, das Geräusch leiser wird, dann geht ihr wieder nach rechts, bis ihr die goldene Mitte findet. Dann grabt ihr einfach die Stelle aus und fangt die Maulwurfsgrille dann mit dem Kescher. Wirklich ziemlich einfach eigentlich und keine seltene Begebenheit. Und das war's mit dem Video. Wie gesagt, schreibt mir gerne die Info zu den Sternschnuppen in die Kommentare. Ich pinne einen Kommentar davon an dann, damit die anderen Bescheid wissen. Und wie immer verabschiede ich mich mit einem Shoutout an meine Kartoffelkönige, die mich finanziell mit einer Kanal-Mitgliedschaft unterstützen. Weil man Annika, der Prophet, Chris, der Blackout, Tyson of Us, der Joker, René, Flying Fussel, Matze, Papa Joe, Robin, Tamara, Markus, Chito, Gerhard, Jim, Marcello, Ralf, Shark, Tristan, Alex, TDB, Big Chris TV, Sandy Melsny, Sasa, Julian, Lil Assassin, Dario, Soldier, Franzi und Freaky. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Cut und ciao. Boom, ba-ba-dam, boom, ba-ba-dam-bam, United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.